Herzlich willkommen bei Auto Up, herzlich willkommen zu einem Vlog zu meinem Honda e. Ich wollte das ja schon lange machen. Jetzt haben wir den Honda e auch noch von Honda hier stehen, den Original-Testwagen, einen Honda Advanced e. Und hier steht mein normaler Honda. Und ich wollte jetzt gerade mal schauen, weil ich wollte ja eigentlich schon lange ein Video machen zu meinem Honda e, weil er ja jetzt endlich so aussieht, wie ich ihn aussehen lassen wollte, wie er mir gefällt, wie, ne? Also die Folie kennt ihr schon, aber mittlerweile ist das Auto auch, also hier sind wir bei 66 cm Rathaushöhe. Sind Sie der unabhängige Schiedsrichter, 66 cm. Und hier drüben sind wir bei, ja, wie sind wir? 63,5 cm, also 25 mm. Eigentlich sollten es 30 mm auf der Vorderachse sein. Mittlerweile haben wir ihn tiefer gelegt mit Eibach-Federn. Vorne wie hinten hat er 30 mm Eibach-Federn, aber ihr seht, ach, wobei die Höhe ist ja das eine. Wir haben ja nicht nur, auf der anderen Seite, der Abrollumfang ist der gleiche geblieben, also es liegt doch an den Federn. Ich denke gerade laut nach, ob er nicht doch ein bisschen tiefer ist, ob er jetzt wieder höher ist wegen den Rädern, weil zwischenzeitlich hat er auch noch 18 Zoll Räder bekommen und wie das vom Fahrzeughersteller so gewollt ist, hat er eine entsprechende Mischbereifung. Vorne hat er 245 in 18 Zoll. Das hier drüben ist übrigens das 17 Zoll Serienrad, meine ich. Genau, 205, 45, 17. Wir haben jetzt 205, 40, 18 vorne. Und auf der Hinterachse waren es 225, meine ich. Genau, 225, 40, 18 auf der Hinterachse. Dazu kommen Distanzscheiben. Oh, und jetzt steht das Auto so da, wie ich es gerne haben wollte vom Design. Es ist ein bisschen tiefer. Wenn man beide Autos direkt nebeneinander hat, man sieht es nicht nur an den Rathäusern, dass einfach weniger Luft in den Rathäusern verblieben ist. Auch die Räder haben einfach eine breitere Spur, stehen weiter draußen. Hinten fällt es besonders gut auf. Wenn man von hinten beide Autos anschaut, merkt man, dass unserer jetzt hier doch deutlich stämmiger auf der Straße steht. Ja, Flo, wenn du den von der Stelle, von der Seite hier anguckst, einmal zu mir das Rathaus und dann nach links schwenken auf das Serienrathaus, das ist doch schon recht deutlich der Unterschied zu sehen. Dass der Honda e unserer tiefer ist, man sieht es auch so von hinten so ein bisschen. Ne? Man sieht schon, dass die ein bisschen nach unten gewandert ist. Wenn man den Honda e alleine sieht, sieht er eigentlich aus von der Fahrzeughöhe, so wie er schon immer sein musste. Man könnte da meiner Meinung nach noch viel, viel mehr machen. Aber für den Honda e gibt es bislang nur diese Federn, die wir jetzt verbaut haben. Es gibt kein Gewindefahrwerk für den Honda e. Und wir haben das Problem mit der Lichtaustrittshöhe vorne. Der TÜV sagt, die Lichtaustrittshöhe darf nicht tiefer als 50 cm sein. Das heißt, theoretisch hätten wir jetzt noch 6 cm, wobei bei einem DE-Linsenscheinwerfer, also eigentlich könnten wir noch bestimmt 5 cm tiefer gehen. Das wäre versus Serie eine Tieferlegung roundabout 80 mm gewesen. Ja, also ich glaube, wenn wir den noch ein bisschen tiefer machen und noch ein bisschen knackiger, man kann total viel mit den Rädern und den Reifen und den Felgen machen, die verändern den Fahrzeugcharakter total. Was mir tatsächlich wichtig war, ist, dass der Serienlook einigermaßen erhalten bleibt. Deswegen auch bei den Felgendesigns jetzt keine klassische Motorsportfelge oder so genommen, sondern eher etwas, was den normalen Felgen von Honda wiederum entspricht. Die Nabendeckel habe ich nachgerüstet, damit auch die Honda-Nabendeckel drin sind. Weil ich mag es total, wenn ein Auto sehr, sehr normal nach Serie aussieht. Also es muss ja jetzt nicht sofort jedem Polizeibeamten auffallen, dass das Auto tiefer gelegt ist oder breite Räder oder so hat. Da spart man sich total viele Kontrollen. Für mich persönlich ist das aber jetzt genau, es ist ein echtes Traumauto für mich. Da steht er, 46 Jahre alt. Und mag ein popliges elektrisches Stadtauto als Traumwagen titulieren. Ja,
Aber es ist stimmt. Es stimmt. Das Auto sieht einfach knackig aus. Diese kurzen Überhänge, dieses. Ich habe auch noch nie ein aggressives Verhalten im Straßenverkehr mit dem Auto bemerkt. Jeder mag das Design von dem Auto. Jeder, oder was heißt, also selbst wenn man es nicht mag, das Design von dem Auto, es provoziert keinen Streit, es provoziert keine Neidgeschichten. Dieses Auto ist sozial völlig verträglich mit jeder Schicht. Ein total geiles Auto. Ja, und hier drüben an, der Weiße, unsere war eigentlich auch mal weiß. Oder unsere ist weiß unter der Folie. Für mich persönlich ist weiß auch die geilste Farbe für das Auto. Weiß und schwarz. Die ganzen Akzente im Auto sind sehr genial. Was jetzt ganz gut rüberkommt, ist der Unterschied zwischen Standard weiß mit dem schwarzen Dach dann und jetzt foliert. Da haben wir jetzt kein abgesetztes Dach mehr. Dieses abgesetzte Dach von dem Honda e, das sorgt ja dafür, ne, wenn du hier so drauf schaust, hast du ja eine schwarze A-Säule, schwarze Dachsäule, schwarze B-Säule. Und die nimmt dir ja so ein bisschen die Höhe weg. Du hast hinten ja auch noch getönte Scheiben, hast ein schwarzes Dach. Das macht das Auto untenrum noch kompakter und lässt den noch knuffiger aussehen. Dadurch, dass wir unseren komplett foliert haben, ist dieser Eindruck weg. Trotz allem, wichtig ist, glaube ich, nur, dass die B-Säule muss weiterhin schwarz sein. Das ganze Greenhouse muss eine optische Fläche bilden. Der Rest passt. Was sagt ihr zu meinem Honda e? Fishing for compliments, mal so ein bisschen. Würdet ihr den, oder hättet ihr euren Honda e auch tiefer gelegt? Habt ihr andere Felgen auf euer Auto gemacht? Lasst uns doch darüber mal ein wenig philosophieren und ein wenig drüber reden, was man so an den Autos noch machen könnte. Das war nur ein ganz kurzer Vlog. Wir sehen uns beim nächsten Review.